Ja, der Raum ist Instrument. Das ist sozusagen das große Thema dieser Arbeit. Ich glaube, was uns einfach bei solchen Arbeiten interessiert, ist einfach, dass Räume einfach eine eigene Charakteristik haben, dass jeder Raum sozusagen durch die Art, wie er gebaut ist, wie das Material ist, wie die Form ist, einfach Charakteristika mit sich bringt, die wir einfach in so einer Arbeit spürbar machen wollen. Normalerweise funktioniert das so, dass wir Räume einfach benutzen, um die Dinge, die wir vorhaben, einfach dort abzuspielen oder zu zeigen. Das heißt, der Raum wird als Gefäß benutzt. Hier benutzen wir den Raum als Instrument. Und du hast das ja selbst jetzt gerade bei einem kleinen Glockenstück irgendwie erlebt. Wenn man das macht, dann kann man einfach Dinge hörbar machen oder spürbar machen, die wir einfach im täglichen Leben natürlich erleben. Aber da ist es entweder zu laut oder es ist zu hektisch oder wie immer. Das heißt, wir sind nicht sensibel genug. Und hier in so einer Arbeit haben wir einfach die Chance als Menschen, uns gegenseitig irgendwie mit der Materialität der Welt in Kontakt zu bringen. Man kann also sagen, Räume sind Lebewesen und die Arbeit heißt ja 11 Songs, das heißt, jeder Song bringt die Architektur auf eine verschiedene Art zum Sprechen. Man kann sagen, also der Text der unterschiedlichen Songs besteht aus Klangmaterial, Form und Materialität des Raums und die Bewegung bzw. Position des Zuhörers im Raum. Das sind die entscheidenden Parameter. Raum ist nichts weiter zu sehen als der Raum selber. Der Raum ist natürlich wahnsinnig interessant und hat ganz verschiedene Hörorte und Erlebnisorte, weil Hören und Sehen gehen immer zusammen. Wir haben den Raum geöffnet, er hat Licht, er ist sehr lange sehr dunkel gewesen und wir haben verschiedene Songs, ich habe es mal Songs genannt, die so ganz unterschiedliche Themen in den Raum reintragen und den Raum eigentlich aktivieren. Das geht sozusagen von oben nach unten, von unten nach oben, von der Seite. Und was wichtig ist, wenn man verstehen will, Raum als, dass der Raum Instrument ist, dass man nie einen Lautsprecher hört. Man hört immer den Raum. Man hört immer indirekt eine Anregung von der Wand, eine Reflexion, eine Absorption, einen mehrfachen Bruch oder ähnliches.